Karl-Heinz Essel, Sie haben in Ihrer Arbeit im Stück Fabric die verschiedenen Geschichtsebenen sehr offen miteinander verwoben, haben sich aber konzentriert oder als Inspirationsquellen, das sieht man eben in den Visuals, Bildtextmaterial zur Textilfabrik und dazu als zweiten Bereich den Restitutionsprozess um Adele Bloch-Bauer, das Bildnis Adele Bloch-Bauer I an Maria Altmann. So habe ich das in der Presseinfo. Ja. Ja. Können Sie dazu sagen? Ich bin ja nur ein Komponist und kein Historiker, das heißt, ich habe ganz anders gearbeitet. Ich habe mich inspirieren lassen vom Raum, vor allem von der Architektur, und dann habe ich gemerkt, diesen Spirit, der da herrscht, und habe dann recherchiert und bin dann auf diese Familie Altmann gekommen, wie Sie ja sehr schön dargelegt haben, diese Verzweigung, auch dieses Kunstaffine, und bin dann natürlich zu Bloch-Bauer gekommen, Maria Altmann, und diese Geschichte dieses Bildes, auch diese Sache, dass Klimt offensichtlich auch ein Verhältnis mit dieser Frau hatte. Das hat mich eigentlich hat mich auch sehr fasziniert, diese ganze Hintergrundgeschichte. Und daraus habe ich dann ein Stück gemacht, wo es gar nicht mehr um Restitution geht oder um die Fabrik, sondern es geht um was ganz Allgemeines, um viel was Größeres. Also das sind eigentlich nur Prototypen, und es geht aber letztlich um das bessere Leben. Also es geht um die Arbeit der Frauen, die hier in der Fabrik gearbeitet haben, Industriearbeiterinnen, Textilarbeiterinnen, als Symbol für andere Menschen, die auch in anderen Orten der Welt heute in Sweatshops, Sweatfactories Arbeit machen, damit wir unsere Jeans um 20 Euro kaufen können. Also das steht eigentlich viel mehr im Vordergrund als nur diese ganz einfache, banale Geschichte dieses Ortes, der eigentlich nur ein Symbol ist für etwas anderes. Es geht nämlich auch, das haben Sie gehört, alle die sich ein bisschen in der Musik auskennen, dieses Schubert-Lied, ja, Gretchen am Spinnrade, das ja auch diesen Mythos dieser Frau am Spinnrad zum Thema hat. Das kommt ja aus dem Faust von Goethe, da kommt dieses Gedicht vor, Meine Ruhe ist hin, wo Gretchen sozusagen sich an die Brust greift und sich nicht mehr auskennt, weil Faust ihr offensichtlich irgendwelche Anträge macht. Und das kommt jetzt in der Musik vor. Das Stück heißt Fabric, also Fabric ist das Gewebe, kommt ja auch immer wieder als Hintergrundstruktur vor. Und ich habe jetzt auch mit zwei verschiedenen Fadenmaterialien gearbeitet. Das eine waren Klangfäden aus dem Schubert, da werde ich noch was näher dazu erzählen. Und das zweite ist ein anderer Faden, ein Klang von einer Nähmaschine, einer Industrienähmaschine, der sich im Laufe der Zeit so verändert, dass er zum Klang einer Eisenbahn wird. Das haben Sie auch gehört. Und das wurde natürlich durch die Bilder mit diesen Eisenbahngeleisen und dem Bahnhof noch stärker untermauert. Beim Schubert ist das so, dass ich verwende nur die ersten 5 Takte des Stückes, und wenn man sich das anschaut, besteht das aus 4 verschiedenen Klangfäden. Es gibt einen regelmäßigen Puls, das ist im Grunde so eine Art, wie wenn jemand das Rad des Spinnrades, das Pedal regelmäßig schlägt, das ist so ein Bordun. Dann gibt es dann drüber so ein Herzschlagmotiv, und dann drüber noch ein leises Pianissimo, steht in der Partitur, so ein Sechzehntelmotiv, das dieses Rad, dieses Spinnrad symbolisiert. Das ist so ein Gewebe aus diesen 3 Schichten, und dann kommt noch diese Stimme dazu, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Und diese Fäden habe ich sozusagen jetzt auseinandergedröselt und habe sie herausgenommen und kann das in Echtzeit manipulieren, in jeder Weise, in der Geschwindigkeit, in der Dynamik, aber auch in der Art, wie diese einzelnen Töne zusammengesetzt werden. Und das dann immer wieder in Konterkarierung mit diesen Geräuschen von der Nähmaschine. Wie kommt die Improvisation da herein? Wie schaut das Verhältnis Komposition, Improvisation aus bei diesem? Also ich glaube, dass das Stück im näheren Sinn keine improvisatorischen Elemente hat, weil es eine ganz genaue Partitur gibt, nur ist diese Partitur zeitlich frei. Das heißt, ich kann immer auf den Ort reagieren und auf den Raum,
und vor allem auf die Bilder, denn der Simon hat jetzt ein Instrument, das ich gebaut habe, das nur aus 8 Fotos besteht, die nach einem bestimmten Algorithmus miteinander verbunden werden, und er spielt das wie eine Geige, und er hat sich auch einen Plan überlegt, und wir sehen und hören gleichzeitig und reagieren aufeinander. Das heißt, es ist im Grunde eine, das sehen Sie nicht, aber es ist für uns wichtig, es ist eine Netzwerksituation, wir sind da verkoppelt, wir sehen und hören und reagieren aufeinander. Und dadurch wird es auch jedes Mal das Stück anders. Aber im Großen ist die Form immer die gleiche. Wir haben das jetzt mehrmals gespielt, und interessant ist, dass es immer gleich lang ist. Also es unterscheidet sich vielleicht 10, 20 Sekunden, aber obwohl es keine Zeitmarken gibt und keine Stoppuhr, ist die Zeit eigentlich immer ziemlich gleich. Wie schaut die Partitur aus? Also verzeihen Sie die laienhafte Frage, aber es würde mich echt interessieren. Ich kann es kurz beschreiben, aber ja, wenn Sie auf meine Website gehen, da gibt es eine Abbildung, da sehen Sie das auch, wie okay, es wirklich ausschaut. Also es ist im Grunde eine Art von symbolischer Notation, wo diese verschiedenen Parameter in dem Stück, es sind sehr viele verschiedene Parameter, die betreffen die einzelnen, diese vier Klangfäden von Schubert in ihrer jeweiligen Dynamik. Dann gibt es einen Crossfader, heißt das im technischen Jargon, der sozusagen zwischen dem Schubert und der Nähmaschine hin und her blendet. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Klangprozessoren, die zum Beispiel aus dem Klavier ein Cembalo machen oder eine Elektrogitarre. Und Sie haben am Schluss dann auch immer wieder gehört, so eine Wall of Sound, die sich aufspannt, wo dann das Klavier eigentlich zu einem weißen Rauschen wird. Ja? Und das, was da zu machen ist, welcher Regler, wie schnell von welcher Position zu welcher Position verändert wird, ist minutiös notiert, auch in verschiedenen Farben, damit ich das besser differenzieren kann. Welche Bedeutung hat für Sie, also vielleicht können Sie das noch einmal herausarbeiten, welche Bedeutung hat die visuelle Ebene für Ihre Arbeit in dem Stück oder auch in anderen? Ist es hier stärker im Vordergrund oder ist das eigentlich ganz also unterschiedlich? Im Idealfall ist es gleichwertig, hoffe ich zumindest. Es ist immer schwer, wenn man so ein Stück spielt, dass die visuelle Ebene im Vordergrund steht. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, eine sehr subtile Arbeit, und ich glaube, dass das mein Sohn unglaublich gut gemacht hat, dass das Bild nicht so stark im Vordergrund war, sondern sehr stark mit der Musik mitgegangen ist. Es ist ein bisschen so wie Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielszene. Da hat er eine Filmmusik komponiert, bevor es den Film gab. Ja? Und genauso ist es eigentlich mit diesem Stück hier. Es gab zuerst die Musik und es gab das Instrument, das diese Bilder in Bewegung setzt und miteinander verschmilzt. Und daraus ist sozusagen entsteht ein Film in Echtzeit, live zur Musik. Was hat Sie eigentlich an der Geschichte Bernhard Altmanns am meisten fasziniert? Sie haben die Bilder haben Sie ausgewählt, die hier gezeigt wurden. Da ist auch ein... Ist er das auf dem einen Foto? Wer ist das? Ja, das ist eine Frage, die muss natürlich kommen. Also wenn ich jetzt an Alternative Facts glaube, würde ich sagen, na ja, das ist er. Das ist er natürlich nicht, aber er könnte es natürlich sein. Es ist einfach ein Mann mit Hut, im Trenchcoat, der in Vöcklabruck auf einem Bahnhof steht. Und das ist aus der gleichen Zeit. Ja? Mhm. Das ist okay, völlig egal, ob er es ist oder jemand anderer. Es ist einfach einer, der mit dem Zug fährt. Und es geht hier in dem Stück viel um Abschied und um Transfer. Wohin auch immer. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Es fällt ihm vieles ein. Ja? Ja. Aber darüber möchte ich gar nicht reden. Ne? Mhm. Also auch Transfer, Vertreibung, andere. Ja. Ich habe, wie ich das gehört habe, ist mir vorgekommen, diese Nähmaschine, dieser Sound, sind sozusagen wie die Nadelstiche der Geschichte, die bis in die Gegenwart reichen. So eine Interpretation auch. Ja. Also, ein schönes Bild, ja. Gefällt mir. Ja, also sozusagen auch diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und das immer wieder. Haben Sie früher schon Arbeiten gemacht, die sich auf geschichtliche Themen auch beziehen? Das ist eigentlich etwas, was mich seit Jahrzehnten begleitet. Ich habe eine ganze Kategorie von Stücken, das nennt sich Music on Music, Musik über Musik. Hat begonnen in den 80er Jahren, wo ich
ein Stück von John Dunstable, ist ein britischer Komponist aus dem 14. Jahrhundert, das damals sehr populär war, O Rosa Bella. Ich habe das einmal recherchiert. Ich wollte ein Konzert machen mit dem René Clemenčič, ich war damals Konzertveranstalter, und habe gesagt, es gibt so viele Bearbeitungen von dem Stück, ob man damit ein Konzert macht. Und er hat gesagt, ja, dann musst du das recherchieren. Und ich habe Zugang zu den Archiven gehabt und habe das dann rausgefunden, was es da für Stücke gibt, und habe ein Konzertprogramm zusammengestellt. Und dann habe ich so viel Spaß gehabt, gesagt, jetzt mache ich selber eine Bearbeitung von dem Stück. Und das war meine erste Transkription, das ist mehr als eine Transkription, das ist ein Stück ursprünglich für verschiedenste Besetzungen, vom Solo zum Duo bis hin zur ganzen Messe, habe ich dann sozusagen für ein Streichtrio und ein Bläsertrio arrangiert, aber noch sehr am Text orientiert. Und meine letzte Arbeit war im Wagner-Jahr 2013, also zum 200. Geburtstag, eine CD mit drei unverschämten Bearbeitungen von Wagner-Highlights, also Walkürenritt, Parsifal Chor und das Tristan-Vorspiel, wo ich sozusagen eine kurze Aufnahme des jeweiligen Stücks sozusagen in seine Einzelteile pulverisiere und diese neu zusammenbaue. Und mit Visuals habe ich 2015 eine Arbeit gemacht für die Universität Wien. Die hat in diesem Jahr ihr 650-jähriges Jubiläum gefeiert und haben ein Stück bei mir in Auftrag gegeben, das die Geschichte dieser 650 Jahre in Bild und Ton sozusagen irgendwie nicht nacherzählt, aber wieder aufleben lässt. Und da habe ich auch mit meinem Sohn zusammengearbeitet, der damals allerdings als zweiter Künstler die visuelle Ebene komplett alleine gemacht hat. Das war in dem Fall nicht in diesem Stück anders. Und da waren auch so, dass ich versucht habe, jede Epoche zwischen 1365 und 2015, die man auch geschichtlich benennen kann, also Gotik, Renaissance, Barock und so weiter, mit einem prototypischen Musikstück zu unterlegen, das dann allerdings in seine Einzelteile verschiert wird und dann neu zusammengebaut. So war dann, ja. Ja. Wie da die Zusammenarbeit funktioniert, also zwischen der sozusagen akustischen und der visuellen Gestaltung. Bei welchem Stück jetzt? Was wir jetzt gesehen haben. Zum Beispiel. Also das Visuelle besteht aus einer Software, die ich für das Stück entwickelt habe. Das ist im Grunde ist es ein Instrument. Ja? Ein Instrument, was jetzt nicht eine Geige ist, sondern es ist ein Computerprogramm, was in Echtzeit gespielt wird, wo bestimmte Materialien, die vorgegeben sind, die ich recherchiert habe, mit bestimmten Algorithmen, die ich entwickelt habe, zu einem Echtzeitfilm zusammengebaut werden. Und dafür brauchte ich einen Spieler. Ich brauchte einen Spieler, der selber Videokünstler ist, der einfach ein Auge hat und sich auskennt in der Materie und der mich kennt und einfach meine Musik mag. Und das war jetzt ganz klar, dass das mein Sohn, ich habe einen zweiten Sohn, der könnte das auch, der hat aber zur gleichen Zeit eine Aufwärtsprüfung gerade an der Angewandten, und ich wusste, den muss ich jetzt frei halten, und deswegen hat sich das so ergeben. Ja. Dann würde ich gerne fragen, welche Bedeutung hat für Sie Musik als Erinnerungsmedium oder kann sie haben? Also ich habe vorher schon gesagt, wenn man solche multimedialen, ich weiß nicht mehr, das heute sagt, das ist ein blödes Wort, wenn man solche multimedialen Kunstwerke rezipiert, dann ist das Visuelle immer im Vordergrund. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass unser Hirn oder unsere Sinne sehr stark auf Visuelles ausgerichtet sind. In meinem Verständnis ist der visuelle Sinn ein sehr stark analytischer, sehr stark mit dem Kortex verbunden, das heißt mit einem rationalen Beurteilen von Dingen. Es hat auch damit zu tun, dass man das Sehen erst viel später lernt als das Hören. Das Hören findet ja schon im Mutterleib statt. Das Sehen ist ein Prozess, der dauert lange Zeit, bis ein Kind aus den Sinneseindrücken sich eine Welt konstruieren kann. Das ist eben das lernt das Kind erst. Es kann, wenn es auf die Welt kommt, ist es blind. Ja? Es sieht zwar irgendwelche Lichtflecken, kann das aber nicht zuordnen. Das Hören allerdings ist etwas, was ganz tief im
irgendwo im limbischen System verankert ist. Das heißt, mit dem Hören, deswegen bin ich auch Musiker geworden und ich bildender Künstler, mit dem Hören kann ich den Menschen, glaube ich zumindest, direkt im Innersten treffen.